Wenn man Ameisen großzieht, dann wird man sich auch irgendwann fragen, okay, gut, wie viel Futter brauchen die eigentlich? Und es gibt also ein paar Richtlinien, die ich mir selbst aufgestellt habe, beziehungsweise selbst beobachtet habe, wo ich glaube, auch die meisten von der Ameisenhaltung halt mitgehen würden. Und zwar, am meisten ist man halt enttäuscht eigentlich, wenn halt in der Ameisenarena nichts passiert. Wo sind sie denn, die Ameisen? Ja, das Ding ist halt, eine junge Ameisenkolonie wird halt einen Teufel tun und halt ihren Bau verlassen. Es gibt halt irgendwie semiklostrale Gründungen, wo auch selbst die Königin am Anfang noch halt irgendwie Futter sucht und sowas etc. Da wird sie aber auch noch, da wird sie aber auch noch Futter suchen und sich dann auch dementsprechend auch schnell wieder, wenn sie ihr Futter hat, in ihrem Bau verkriechen. Die meisten sind halt irgendwie so gestrickt, dass sie sich halt komplett einigeln, bis sie ihre ersten Arbeiter haben. Aber was passiert denn dann, wenn man die ersten Arbeiter hat? Ja, die werden dann auch nur so weit suchen, bis sie ihr Futter haben und sich dann halt wieder verkriechen. Weil draußen ist gefährlich. Die sind jung und verletzlich. Die werden auf jeden Fall, die sind nicht jung, brutal und gut aussehen, sondern die sind halt jung, verletzlich und schüchtern. die, oh mein Gott, die werden halt sich dementsprechend halt gut verstecken und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen schade immer für Neuansteiger bei der Ameisenbehausung, sage ich mal, weil man möchte halt irgendwie Ameisen bestaunen und begucken und man guckt halt immer wieder nach und sowas, aber im Endeffekt gibt es halt nichts zu sehen. Dann neigt man irgendwann dazu, halt irgendwie immer wieder ins Nest reinzugucken, das stört dann die Ameisen und im Endeffekt sterben dann die Ameisen, weil man die nicht in Ruhe lässt und die ganze Zeit Stress haben und dann irgendwie auch die Königin dann irgendwie enthaupten etc. Alles schon vorgekommen, auch mir schon vorgekommen und das ist halt natürlich immer schade. Aber was macht man denn da? Ja, das Einzige, was man da sagen kann, ist Geduld. Weil Geduld ist bei Ameisenhaltung auf jeden Fall das A und O. Man darf halt nichts irgendwie zu übereilen etc. Die Ameisen haben ihr eigenes Tempo und nur wenn man selbst was gucken möchte, muss man auch irgendwie sagen, okay gut, das sind halt Tiere, die haben ihren eigenen Willen. Und wenn man denen den Willen lässt, so, dann bleibt man auch irgendwann auch nicht auf der Strecke, sondern hat halt irgendwie schöne Kolonien, die irgendwie ein schönes Wachstum haben, schöne Gänge bauen, graben und sowas. Dann halt hier drüben auch noch irgendwie aktiv sind etc. Oder hier oben halt auch in ihrem Ding drin, so das sieht man jetzt wenig und ich denke auch, ich kann hier dieses Ding auch sehr gut mal als Beispiel bringen, weil ich habe jetzt hier eine Menge Maden verfüttert, die sieht man jetzt nicht sehr schlecht im Einzelnen, aber wenn ich jetzt glaube ich ein bisschen ranzoome, so dann sieht man noch ein paar Überreste von ein paar Maden und die haben sich halt so viele wie sie konnten, also ich habe sie wirklich halt einmal überfüttert und die haben sich halt so viele wie sie konnten in ihr Gehäuse hier quasi reingezogen und dann haben die auch einfach keinen Hunger mehr, weil man merkt, je mehr Ameisen draußen sind, desto hungriger sind die, desto mehr fehlt ihnen irgendwas. Das muss aber nicht nur Protein sein, das kann zum Beispiel auch Zucker sein, also dann irgendwie mehr Zuckerwasser anbieten oder mehr Honig oder ähnliches. Also wenn ihnen irgendwas fehlt, dann sind die auf jeden Fall mehr aktiv draußen. Also ist es quasi im Umkehrschluss schon fast ein bisschen schlecht, wenn die draußen aktiv sind, wenn die noch sehr klein sind. Weil das bedeutet halt im Endeffekt, dass ihnen etwas fehlt. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Richtmaß. So. Ihr wollt natürlich auch nicht zu viel füttern, nicht irgendwie, dass die Dinge in der Ameisenkolonie dann schlecht sind und sowas. Und dementsprechend könnt ihr dann auch immer gucken, okay, jetzt sind ein paar mehr Ameisen wieder draußen, jetzt kann ich die auch wieder ein bisschen mehr füttern. Und natürlich merkt ihr dann auch halt, wenn ihr Futter dazu geht und die packen das nicht an, so dann, ja, dann ist es so. Ameisen brauchen auch teilweise aber sehr wenig Futter, vor allem wenn sie noch kleine Kolonien haben, dann reicht es auch, die einmal die Woche zu füttern, manchmal sogar einfach zweimal die Woche, vor allem ganz, ganz kleine Kolonien. Da kommt natürlich auch immer drauf an, halt, was ihr füttert. So kleinere Fliegen werden gerne mal zwischendurch genommen, aber so eine halbe Schokoschabe oder sowas, da wird sich einmal der Wanz vorgeschlagen und dann braucht man auch erstmal eine Woche sich nicht mehr melden. Dementsprechend kann man halt sehr darauf achten, wie viele Ameisen draußen sind. Auch in größeren Kolonien wie hier, hier sehen wir, deren Wanz ist voll, aber hier laufen halt trotzdem welche rum. Aber die müssen halt auch dauernd auf Suche gehen. So, das Ding ist halt nicht, erst auf Suche zu gehen, wenn die halt Hunger haben, sondern die müssen halt konstant auch Dinge erstmal finden. Und man, ja, dann lieber schon was gefunden haben, wenn man dann Hunger hat, bevor man dann im Endeffekt verhungert, weil man gar nicht auf Suche gegangen ist. Und dann auf einmal ist der Winter da und man hat nichts zu essen da und dann verhungert man. Ja, aber es gibt halt immer so quasi so ein Basislevel von Ameisen, die draußen sind, dann ab einer gewissen Größe und das ist auch immer okay. Aber wenn ich halt hier auch in eine hungrige Kolonie hätte, dann würde sich das auch irgendwie immer hier in den Ecken sammeln und sowas, weil die halt anfangen halt hier möglichst nach draußen zu gehen, irgendwie versuchen weiter rauszugehen, weil die einfach nichts finden. Und deswegen merke ich halt immer, wenn die anfangen sich in den Ecken zu sammeln oder auch immer quasi sich
selbst über den Haufen laufen, dann weiß ich, okay, gut, jetzt ist halt Fütterungszeit auf jeden Fall, jetzt ist halt allerletzte Eisenbahn oder nämlich mal allerletzte Eisenbahn, weil Ameisen können ja teilweise auch bis zu einem Jahr ohne Nahrung auskommen, also Proteinnahrung. Bei Wasser ist es halt ganz anders, sobald die ausgetrocknet sind und kein Wasser mehr haben, dann ist halt futsch, dann ist finito. Aber ohne Proteine kommen die sehr, sehr lange aus, entwickeln dann natürlich auch keine Brut etc., beziehungsweise entwickeln Brut, aber fressen die dann selber auf, um die Nahrung dann wieder quasi zu verwerten. Und können dann aber trotzdem halt sehr, sehr lange ohne. Jetzt muss kurz mal meine Tür zumachen, weil im Treppenhaus ein bisschen Rabatzammer ist. Ja, dann, wie kann man das dann noch weitermachen? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Tetramorium bicarinatum und die ist halt einfach ein Monster, was ein Futterbedarf angeht, weil die sind auch polygyn und betreiben bitte aktiv Inzucht. Bedeutet, die haben jetzt schon, weiß ich, 100 Königinnen oder sowas, nur in diesem kleinen Setup drin oder so. Ich meine, guckt euch mal die ganzen Geschlechtstiere an, allein die mit den Flügeln und sowas, die können theoretisch alles dann, sobald sie sich gegenseitig verpaart haben, auch neue Nachkommen zeugen. Dementsprechend haben wir da auch noch hier diese Eier, die auch hier rumschwirren. Und ab einer gewissen Koloniegröße sind, nehmen die halt immer was ab. Also da geht es halt gar nicht darum, okay, haben die Hunger oder haben die nicht, sondern es geht darum, wie sehr wollt ihr, dass eure eigene Kolonie explodiert. Das halt dann irgendwann auch noch der Maßstab. Das ist dann so eine Sache, da müsst ihr halt dann einfach selbst anfangen zu rationieren. Ich kann jetzt auch quasi hier gucken, das war auch mit den Eiern schon viel, viel krasser. Und dementsprechend habe ich dann, sobald ich noch keine neue Lösung für mein neues Setup habe, weil es hier langsam ein bisschen zu eng wird, also dementsprechend habe ich jetzt mit der Fütterung ein bisschen zurückgehalten. Hier sehen wir schon, dass ich jetzt auch eben quasi einen Mehlwurm verfüttert habe. Und den haben sie jetzt mittlerweile betäubt mit verschiedenen Stichen und sowas und fangen jetzt an, den auseinanderzunehmen. Ich habe eben nochmal ein paar Krullfliegen verfüttert. Krullfliegen sind halt so quasi wie Stubenfliegen, bloß dass sie halt flugunfähig sind. Hier haben wir noch ein paar andere Dinger, die auch, das sind halt quasi Fruchtfliegen, die auch flugunfähig sind. Die gibt es halt jeweils so zu kaufen in der flugunfähigen Variante. Die Krullfliegen und diese Fruchtfliegen, da können die halt sich selbst ein bisschen jagen und sowas. Das ist halt auch ganz interessant dann für die Tiere, damit die auch selbst ihren natürlichen Lebensräumen und halt natürlichen Abläufen ein bisschen nachkommen können. Aber sehr viel werde ich jetzt erstmal, bis ich das neue Setup habe, nicht füttern. Ich habe jetzt gestern nochmal, also vorgestern habe ich nochmal sehr viel Maden gefüttert, einfach weil die sonst eingegangen wären. Und die haben jetzt auch mittlerweile alle hier komplett verwertet, beziehungsweise eins nach dem anderen halt, sind sie immer noch dabei. Da in der Ecke haben sich alles reingezogen und verwerten dann eine Made nach der anderen, sind auch nicht scheu, aber sind natürlich immer auf der Suche nach Nahrung. Dementsprechend gibt es halt die drei Stufen. Erste Stufe. Man sieht die Ameisen nicht, bedeutet einerseits, denen geht's halt, die sind satt, die brauchen nichts und die kommen halt raus, wenn die etwas brauchen. Also in der ersten Stufe, wenn man die nicht sieht, ist quasi gut, auch wenn es schade ist. In der zweiten Stufe haben wir dann quasi hier so eine quasi Grundaktivität, aber im Endeffekt, merkt man dann trotzdem, wenn die Aktivität sehr stark zunimmt, die haben Hunger. Und dann haben wir hier quasi das Dritte, die haben Hunger, die haben Hunger, die haben Hunger und man muss selbst halt gucken. Nee, irgendwann ist auch gut so. Das muss man halt nicht irgendwie über den Kopf wachsen oder sowas. Dementsprechend muss man da selbst rationieren. Und die passen sich halt auch der gegebenen Futtermenge an. Dementsprechend ist es gar nicht so schlimm. Ja, so ist ungefähr die Art und Weise, wie man sich damit ausrichten kann, wann man füttert, wie man füttert und etc. Also daran erkennt man ungefähr, wie eine Ameisenkolonie Hunger hat oder nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich habe auch schon jetzt schon gerade 6 Videos oder sowas aufgenommen zu verschiedenen Futtertieren, Vorteilen, Nachteilen etc. und wie man mit denen umgeht. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal durchklicken.